Rosh Hashanah, der Kopf des Jahres. Vor wenigen Tagen wurde das Neujahrsfest noch in der Gemeinde gefeiert. Jetzt gibt es den großen Empfang für ganz Duisburg. Kein geringerer als Albert Mamrieff sorgt für traditionelle Atmosphäre und spielt zur Feier des Tages ein selbstkomponiertes Stück, das Licht der Menora in ganz Duisburg. Ich finde Duisburg eine sehr tolle Stadt. Und ich mag das Publikum von Duisburg, also die sind sehr enthusiastisch. Und ja, danke an Publikum von heutiges Konzert. Und ich wünsche Happy New Year, wie gesagt auf Hebräisch, Shana Tova Umetuka. Ein gutes neues Jahr wünscht auch Dimitri Yehudin seinen Gästen. Er blickt auf ein sehr besonderes Jahr zurück. Die jüdische Gemeinde hat sich viel um Geflüchtete aus der Ukraine gekümmert. Umso wichtiger sei es, die schönen Anlässe zu feiern. Das ist uns auch sehr wichtig, dass keiner sagt, das Judentum ist geschlossen und kann man mit uns auch feiern, zusammen, mit uns, unter uns. Also wir freuen uns, dass wir jetzt so viele Gäste im Saal haben, die mit uns heute feiern werden. Einer dieser Gäste ist Autor und Journalist Tobias Haberl. In seinem Festvortrag spricht er unter anderem über Social Media, Fremdenfeindlichkeit und Hass. Er gibt aber auch zu, selbst weniger über das Judentum zu wissen, als er eigentlich wollte, und sucht nach Gründen. Weil ich das wirklich ganz selbstkritisch feststellen muss, dass man hierher kommt und sich im Vorfeld fragt, ja, ich wusste, das Neujahrsfest ist jetzt, fällt nicht mit meinem Neujahrsfest zusammen, aber genau erklären hätte ich es auch nicht können. Obwohl in meinem Freundesbekanntenkreis Jüdinnen und Juden sind, scheint es da eine Art von Nachholbedarf zu geben. Und ich habe natürlich jetzt wieder den Vorsatz gefasst, da ein bisschen nachzuholen. Also ich spüre manchmal eine Unsicherheit bei dem Thema, was vielleicht auch mit unserer Geschichte natürlich zusammenhängt, aber vielleicht auch einfach individuell begründet ist. Ich bin katholisch, ich bin Christ, da kenne ich mich ganz gut aus. Aber man sollte sich natürlich auch um die anderen Religionen bemühen, um in Kontakt zu treten und vielleicht auch produktiv diskutieren zu können. Also der Vorsatz steht, es in Zukunft verstärkt zu machen. Positiv in die Zukunft schaut auch Oberbürgermeister Sören Link. Er setzt auf eine weiterhin intensive Zusammenarbeit. Wo hier ein guter Rat erfolgt ist, wo hier aktive Hilfe erfolgt ist, wofür ich sehr dankbar bin, die Unterstützung der Stadt in der Corona-Krise. Das sind allein in den letzten Jahren sehr wichtige Beiträge gewesen. Und ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, so eine aktive und so eine offene jüdische Gemeinde hier in unserer Stadt zu haben. Erfreulich sei auch, dass die Sensibilität für Antisemitismus in den letzten Jahren gestiegen ist. Leider aber auch gleichzeitig der Antisemitismus selbst. Etwas, dem die jüdische Gemeinde vorbeugen will. Das Thema ist nicht neu. Das war immer so. Und wir freuen uns, dass wir in unserem jüdischen Kindergarten auch nicht jüdische Kinder haben. Und das ist für uns auch Teil der Arbeit, die wir auch gegen Antisemitismus durchführen. Auch die Führungen in die Synagoge. Also wie gesagt, wir sind offen, wir freuen uns, wir können erklären. Und die Vorurteile, die in die Gesellschaft sind und teilweise auch in die letzte Zeit importiert sind nach Deutschland. Also es besorgt uns sehr, aber wir schauen positiv in die Zukunft. Die Zielsetzung ist auch bei der Stadt klar. Bisher findet das Thema immer noch zu sehr unter dem Radar statt. Und ich bedauere das ausdrücklich. Das sieht man beispielsweise auch an Schmierereien an den Wänden. Das merkt man in Beschimpfungen junger Menschen. Das zeigt, dass wir da eine Daueraufgabe haben. Der Antisemitismus ist eine Aufgabe, die wir als Gesellschaft ernst nehmen, annehmen müssen und auch auf Dauer annehmen müssen. Und ich sag's mal ganz plakativ, solange vor einer jüdischen Synagoge, vor einer jüdischen Einrichtung Polizeiautos stehen müssen, solange ist diese Aufgabe nicht zu Ende. Die Arbeit geht also auch im neuen Jahr weiter. Solange aber die süßen Wünsche für die Zukunft überwiegen, wird das Jahr 5784 hoffentlich ein gutes.